die Etage aufzuräumen. Die Aussicht ist natürlich fett, aber ich habe doch schon eine leichte Sorge, dass mich jetzt sofort gleich ein Sniper wegballern wird. Wie viele von den komischen Lutschern gibt es denn hier, ey? Oh, ich muss nachladen. Oh, haben wir noch nach. Und der nächste. Und weg die Sau. Und der nächste. Na, genug gescoutet, da packe ich mal wieder meine AKM aus und komm runter. Dum di dum di dum di dum 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 di dum di dum. Lalala. Oh, hier sind viele Tote. Oh ja. Ich hänge in der Luft. Du bist in der Luft. Jetzt nicht mehr. Was? Nicht tun. Hast du das? Ja, ja. Da kommen wir ständig noch Zombies hoch. Also diese verkackten Scheiß-Zombies, war, stehen mir im Weg. Piu und weg. Piu und weg. Ich glaube, wir sollten hier weg. Na, ein Zombie noch. Tja, jetzt geht das los. Was geht genau los? Da ist die Leiter. Hast du geschossen? Ja, da kam ein Zombie auf dich zugerannt und ich wollte nicht, dass du so begrüßt wirst. Oh, Nitze, Nitze. Danke, danke. Jimmy de Bong Johnson. Geiler Titel. Alter, siehst du die Waffe, die hier unten liegt? Ist ja voll die Königswaffe. Ja. Möchtest du die haben? Nö. Möchtest du die haben? Nein. Eigentlich ich schon. Möchte die nicht haben. Gab's hier irgendwo Stunag-Munition? Ja, eben nicht. Das ist halt die Sache. Dann will ich mir nämlich deine AKM-Muni schnappen. Nee. Nicht? Okay. Was hilft mir eine Waffe mit einer Muni? So sieht es halt aus. Genau, ein Problem hätte ich nämlich auch. Weil die Waffe ist wirklich mega Premium. Aber ich habe halt auf drei Türmen habe ich nicht einmal Stunag gefunden. Okay. Dafür aber, keine Ahnung wie oft, AKM. Jetzt können wir wissen, wie viel Zombies ich schon gesnackt habe. Ich würde mir zumindest deine Muni snacken. Ja, geil. Ich habe glaube ich sogar mit den größten Rucksack jetzt hier bei Namals mit 18 Plätzen. Ich glaube, ich tausche aus gegen die Enfield. Auf jeden Fall. Ah, oh, hier am Klo. Weh, ich finde jetzt hier am Klo kein Klopapier. Ah, ich bin enttäuscht. Das ist ein Plumpsklo, da wischt man es nicht ab, da schüttelt man einmal kräftig. Ja. Ach, diese verkackte Scheißrolle. Lass mal dagegen jumpen. Why Cyphos, Hacker? Eigentlich möchte ich auch nicht mal nach Vakuta. Ich hab auch Nahrung und so ein Bullshit und auch Bloodpacks und sowas. Ja? Eins zumindest. Ich habe auch eins. Ich habe auch Nahrung. Ich habe auch Trinken eigentlich. Eigentlich müssten wir lieber Old Hospital und danach Object A2. Ja, echt mal, dass man das Old Hospital bekämpfen. Na. Lass mal gucken, wir eben zum Old Hospital rennen. Wo bist du eigentlich von deinem Mikrofon weggegangen? Kann das sein? Nö, nee, gar nicht. Ich sitze immer genau davor. Okay. Bin ich denn leiser geworden? Kam mir jetzt so vor. Vielleicht habe ich meine Stimme einfach nur mal kurz abgesenkt, ohne dass ich das vielleicht wollte. Könnte sein. Aber ich muss meine kraftvolle und prächtige Stimme, ja, dieser Nachwelt zur Verfügung stellen. Dieser Nachwelt, die asozial ist und nicht lernt, weil sie den ganzen Tag Pizmeat kocht. Hol dich den Kuckern. Mögen ihre Augen lange von irgendwelchen Krankheiten verschont bleiben und mögen ihre Ohren immer hellhörig sein, um jeden Schwachsinn mitzuerleben.
Hol dich den Guckern. Diese behinderte Scheißrolle, ich gehe einfach links noch vorbei. Ja, genau. Diese behinderte Scheißrolle gibt es jetzt im Sonderangebot für 2,99 €. Jetzt in irgendeinem Japan-Shop. Mammel, das schmeckt ja lecker. Wo wissen eigentlich, wo wir langlaufen? Achso, ja, wir haben einen Kompass, das ist voll praktisch und so. In der Tat. Wir werden nicht darum herumkommen, am Airport und an der Chemical Factory vorbeizulaufen. Das heißt, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Klar, wir könnten einfach schwimmen. Ja, stimmt, das könnten wir natürlich auch machen. Schwimmen sagt hart, lass daran vorbeilaufen. Definitiv, aber ich würde trotzdem empfehlen, dass wir links daran vorbeilaufen und deswegen schon mal die Straßenseite wechseln. Lass die Seite wechseln. Und was ich auch mache, ist sofort wieder auf meine Sniper wechseln, damit ich ein bisschen besser scouten kann. Und was wir auch machen sollten, ist da vorne die Crater abchecken. Siehst du die? Die abgeworfenen Dinger. Ja. Da gibt es häufig ganz schön geilen Scheiß. Dann gehen wir da mal hin und checken die ab. Vielleicht haben wir Glück und finden eine Anomalie auf dem Weg. Ja, wir haben noch keine. Und machst einfach nur und dann bist du tot. Das ist eine Kuh und ein Schaf. Und ich könnte theoretisch... Beide töten. Könnte uns theoretisch Fleisch machen. Ich theoretisch nicht. Mir fehlt noch das Knife. Das hab ich. Frage, ob ich das tun sollte. Fällt mir ein, ich könnte einfach mal was essen. Und mit Essen meine ich natürlich, ich muss was trinken, scheiße. Trinken hier vorne. Noch mehr trinken, mein Gott. Hier gibt es viel trinken. Hast du schon Box of Matches? Box of Matches habe ich schon, ja. Okay, sehr gut. Ach, guck mal, hier ist sogar direkt Holz. Gut. Holzer. Ja, wir sollten die Tiere schlachten, oder? Ja, dann hast du eine Silenced-Waffe? Nee. Die sagt nicht. Ich könnte auf die Kuh eine Granate schmeißen. Ach. Was hältst du davon? In der Tat tun. Halte ich für ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ja? Ist mir egal. Ich werde die Kuh jetzt Granaten. Und jetzt mich wegrennen! Die Kuh hat überlebt! Die Kuh lebt noch. Die Kuh sackt doch hart, ey. Oh, mal geil. Boah, das piept mir ohne Spaß, geht gar nicht klar. So, hier ist die Kuh, jetzt kannst du sie kaputt machen. Gerade ob irgendwelche Augen sich in unsere Richtung bewegt haben, dadurch, dass du da jetzt gerade ein Feuerwerk veranstaltet hast. Ja, man sieht von hier aus nur einen Turm und auf dem ist keiner drauf, das ist schon mal gut. So. Kuh und Schaf sind tot. Ich glaube nicht, dass ich beides Dingen sind werde. Also ich sehe allein von hier aus drei Türme. Von wo aus, wo ich stehe. Aber wo ich stand, konnte man nur einen Turm sehen. Das ist gelogen, Peter. Das ist nicht gelogen. Das ist auf jeden Fall gelogen. Nein, ist nicht gelogen. Wenn hier an dem Care Package stand, ist das auf jeden Fall gelogen. Nein. Ich weiß, dass du an dem Care Package standest. Du Lüger, du. Aber ohne Fernglas und ohne CVC konnte ich auch keinen in dem Turm sehen. Ich
Ich habe jetzt gar keine Granate mehr, ey, ohne Spaß. Ja, du kannst ja selber Fleisch rausnehmen, wa? Ja, als zwei kann ich nicht mitnehmen, ehrlich gesagt, für mich, deswegen. Das ist halt der Nachteil, wenn man zwei Waffen trägt. Halleluja! Gelobet sei der Piet! Halleluja, ich mach ein Flaschbier auf. Heute wird geheiratet, da sauf ich einen drauf. Ich sehe den dritten Turm immer noch nicht, ohne Scheiß. Guck mit. Der dritte Turm ist hinter dir. Also dieses kleine grüne Scheißteil da, oder was? Ja. Oder alternativ der Kran von Vorkuta. Den hat sogar kein Turm. Das kleine grüne Ding ist ja wohl auf jeden Fall ein Turm. Nur halt in klein. Deine Mutter ist ein Turm. Nee, meine Mutter ist die Queen. Queen der Türme. Fängt voll an zu schneien. Wo bist du, Schnubbi, eigentlich? Noch an dem Feuer? Ich stehe fast neben dir. Hast du das Feuer angelassen? Ja. Scheiß da drauf. Ja, scheiß auch drauf. Das eigentlich hier, wo wir schon mal entlang gerannt sind mit unserem Kollegen. Ne, ich glaube, das war woanders, wa? Ne, war an dem. Das war nicht hier, war am Damm direkt. Ja, stimmt. Mit dem Bridgen. Oh, rechts von uns ist ein Zombie. Hm. Voll getarnt, aber krass. Hm. Mama! Ja, bei der Airbase habe ich vorhin niemandem die M24 weggenommen. Ich glaube, der war wahrscheinlich nicht amused. Not amused wurde, ja. Na, ist egal. Ja. Ich würde sagen, wir machen nach einen Safe-Weg unten am Strand, über die Sandbank und ab zum Hospital. Da halte ich sehr viel von diesem Vorschlag. Halleluja. Ich mache ein Flasche Bier auf. Ich kann von hier aus auf den Kran auf der anderen Insel gucken und gucken, ob da jemand drauf ist. Und? Keiner drauf. Schade. Wäre voll geil, wenn jetzt einer drauf wäre. Ja, genau. Und ich würde natürlich niemals treffen, aber trotzdem witzig. Hier laufen wir gut sneaky rum, da kann ich ja mal einem Laster nachgehen. Echt? Ein Abseil? Auf deinem Stuhl? Während du da noch drauf sitzt? Ja, ich habe kein Klopapier gerade im Inventar. Ne, ja, ich dachte, das wäre dein Laster. Hat ein Abseil auf deinem Stuhl, während du drauf sitzt, ohne Klopapier. Achso, ne, das ist nicht mein Laster. Hattest du dein PKW, das war? Sind mein Laster. Dein richtiges Laster ist was anderes. Ja, Gips und Sträuße. Peter ist nämlich so einer, der kackt nämlich bei Hardy mittlerweile im Crystal Meth Labor immer in die Fiolen rein. Ja, und dann werden die Leute erst recht high. Monster high. Ja, Monster Scheiße werden die dann. Ohne Scheiß, wir labern so viel Kacke über Crystal Meth war und ich bin total uninformiert über diese Droge, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich weiß nicht mal, wie man die einnimmt. Ich weiß nicht mal, welche Substanz die hat. Nutzt man die? Schnupft man die? Ich hab keine Ahnung, Alter. Wobei man sagt ja, das ist das Heroin für Arme, also muss man sich da ja eigentlich spritzen. Aber was das ganz einfach ist. Wikipedia auf dem Handy. Ne? Ja, das ist eine Möglichkeit, ja. Das immer hilfreich, vor allem wenn man wissen muss, was so Synonyme für Penis ist beispielsweise. Sind, nicht ist. Ach Gott, ich muss bei Wikipedia sicher nicht nach Wikipedia suchen. Sondern wobei, es wird mit Sicherheit eine Wikipedia-Seite über Wikipedia geben. Also so ja, die gibt's, die habe ich sogar schon gelesen. Warte mal kurz.